Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Solange wir hier noch in der alten Küche sind, muss ich doch auch noch mal einen Küchenvlog machen. Es ist Sonntag und wir fahren heute nicht in die neue Wohnung, sondern wir werden hier noch ein bisschen Möbel auseinanderschrauben und ein paar Löcher in den Wänden zumachen, eventuell schon Wände streichen. Und deswegen habe ich heute Zeit, mal wieder seit langem richtig zu kochen. Und zwar möchte ich eine Gemüse-Soja-gehacktes Pfanne machen. Ich habe hier Zucchini, Pilze, Paprika, Erbsen, eine Zwiebel, dann das Sojahack schon eingeweicht. Und als Soße mache ich unsere, wir sagen dazu immer rot-weiße Soße. Und zwar besteht die aus gehackten Tomaten und ein Becher Sojasahne. Wir haben uns ja auch eine neue Küche gekauft, weil das Zusammenstückeln einfach viel zu teuer war. Wir haben ja hier diese eine Küchenzeile und hier drüben noch das andere Stück. Und jetzt müssen wir ja eine Ecke können wir jetzt ausfüllen in der neuen Wohnung. Weswegen wir, obwohl uns die Küche wirklich noch sehr gut gefällt, die hier die eine Zeile verkaufen werden. Allerdings werden wir den Schrank auch mit der Platte mitnehmen. Wir haben nämlich in der neuen Küche, einmal kommt die neue Küche so hin und hier auf der anderen Seite von der Wand zeige ich euch dann auch, wenn wir wieder in einer neuen Wohnung sind, haben wir dann noch Platz, weil wir wollen nämlich den großen Kühlschrank behalten, den wir mal so hinstellen und daneben das, dass wir noch mal neue Ablagefläche haben. Und unsere Küche passt übrigens auch zum Design der neuen Küche, was sehr praktisch ist. Und jetzt mache ich mich aber erstmal ans Schnibbeln. Die Zwiebeln und das Sojahack habe ich jetzt erstmal angebraten. So ist das Sojahack so eine richtig schöne braune Farbe bekommen. Und ich würze das gleich schon beim Anbraten mit geräuchertem Paprikapulver. Dann habe ich hier so ein Hackfleischgewürz, ein bisschen Piment und Salz. Das gefällt mir jetzt so ganz gut von der Farbe. Und jetzt gebe ich nach und nach halt das Gemüse dazu und brate das ebenfalls noch mit an. Das Gemüse ist jetzt schön zusammengefallen, hat genug angebraten. Und da gebe ich jetzt einmal die stückigen Tomaten dazu. Und ich spüle die Dose nochmal mit Wasser aus. Und wenn ich die Sahne dazu gegeben habe, spüle ich den Behälter auch nochmal mit Wasser aus. So habe ich halt mehr Soße. Und das bisschen, was da noch am Rand hängen bleibt, geht halt nicht verloren. Das lasse ich jetzt noch mal so 2, 3 Minuten aufköcheln und schmecke es noch mit Sriracha. Ja, von Tabasco gibt es auch diese Sriracha-Soße und Salz ab. Jeder von uns hat jetzt so eine schöne große Schüssel bekommen. Wir lieben Schüsselessen. Es ist aber auch noch was da. Da haben wir heute Abend auch noch was. Das lassen wir uns jetzt auf jeden Fall schmecken. Guten Hunger! So, Lalle, Mittagspause ist rum. Es regnet und regnet und regnet bei uns. Und ich wollte euch mal zeigen, wie es momentan bei uns hier in der alten Wohnung aussieht. Mein abgespeckter Kleiderschrank befindet sich nun auf meinem Zuschneidetisch und auf meinem Drehtisch. Hier haben wir auch schon wieder Sachen zusammengepackt, die wir mitnehmen wollen. Auf dem Sessel steht auch noch was und die Couch ist ja schon in der neuen Wohnung. Hier im Flur haben wir auch schon was bereitgestellt und im Vorplatz, der ist leer, aber da steht auch noch was. Wir können das halt nur noch nicht hochbringen, weil es regnet. Und im Computerzimmer haben wir hier das Kallax schon auseinandergebaut und das Oberteil hier hingestellt. Das brauchen wir auch nicht weiter auseinanderbauen. Das können wir dann so in unserem Auto transportieren. Wir waren heute Morgen schon zweimal in Hünfeld und haben 2 Autoladungen hingebracht. Gestern haben wir auch nur einen ganzen Tag Sachen von hier bis nach Hünfeld gebracht.
Und wenn wir nachher noch einmal fahren, dann bleiben wir da und wollen aber das, was wir jetzt die letzten 2 Tage hingebracht haben, erstmal aufbauen, dass wir da dann die Kisten auch wieder auspacken können. Also das machen manche Getränkehändler. Ja, das ist dann included, im Preis Der enthalten. Pfalzgraf und so weiter bringt das ja auch, wenn Ja, du das. ja. Wir sind wieder in der neuen Wohnung, hoch motiviert, wie man sieht, voller Tatendrang. Erstmal einen Kaffee trinken. Und da ab morgen für das Galbärenfest ja aufgebaut wird und wir ja hier schon fast Anwohner sind, haben wir Telefon. Moment. Nee, das ist ein Universalschnittmuster. Guck mal, du hast circa 78 cm hoch, 80 cm breit, musst du das zweimal zuschneiden. Das haut aber hin, zweimal 80 cm, damit liegt man ganz gut. So, das war die Tanja, die hat mich jetzt etwas durcheinander gebracht, aber wir sind noch so ein bisschen an der Planung von unserem Stichtag-Outfit. Wir wollen ja unser Merch-Oberteil, unser neues anziehen und dann, wollte eigentlich eine Leggings dazu anziehen. Tanja hat aber noch so tollen Stoff und eventuell nähen wir uns da noch was. Deswegen haben wir gerade telefoniert. Was ich euch aber sagen wollte, also wir sind ja fast Anwohner hier in Hünfeld und weil die Woche das Galbärenfest ist, also morgen wird aufgebaut, am Wochenende ist dann das Galbärenfest und da ist hier der Innenstadtbereich gesperrt. Man kann hier also nicht parken. Da haben wir zum einen einen Parkschein bekommen, das heißt, wir können die komplette Galbärenwoche dann im Parkhaus am Rathaus parken und ich habe noch Wertgutscheine bekommen über Essen und Trinken auf dem Galbärenfest. Wie cool ist das denn, oder? Und bevor ich es jetzt noch vergesse, wollte ich euch auch noch zeigen, wie das ist mit unserer Küche. Also, die neue Küche steht dann hier und hier, was der Fliesenspiegel hergibt. Und hier an der Wand, hier stellen wir dann unseren Kühlschrank hin mit dem Gefrierteil unten drunter und das eine Teil bei uns aus der Küche, das Schubladenteil mit dem offenen Fach, das stellen wir hier hin. Dann kann ich nämlich hier dann Kaffeemaschine, Thermomix, Mikrowelle oder was weiß ich alles noch hinstellen und habe halt einfach mehr Oberfläche. Ach, ich habe auch noch einen Tipp bekommen und zwar haben wir ja hier das Plissé-Rollo und da hat mir eine Followerin geschrieben im Bad. Ist eine coole Sache, aber man sollte nach jedem Duschen oder Baden, also wenn hier Dampf im Bad drin ist, definitiv das Plissé-Rollo ein bisschen aufmachen, damit das hier hinter durchlüften kann. Ansonsten kann das nämlich schimmeln. Ach ja, und die Wand ist auch fertig. Da war doch so ein, die Tapete war doch da zum Teil ab und da habe ich nicht tapeziert, sondern das ist die Streichraufaser. Die habe ich einfach auf den rohen Putz, zweimal wird die drauf gestrichen und dann noch mit Farbe überstrichen und dann sieht das jetzt aus wie Raufasertapete. Und im Atelier wollen wir jetzt noch weitermachen, weil den Kallax haben wir abgebaut, ja, bei uns zu Hause. Und so sieht das hier drüben gerade aus. Das hier wird dann mein Zuschneidetisch. Das ist mein alter Drehtisch hier, also da habe ich die Videos drauf gedreht. Da habe ich einmal hier den Billy. Da fehlen noch die Regalböden drin und da hinten den Billy und hier dem, aber da kommen noch die Türen hier rein. Und dann habe ich so einen richtig schönen hohen Zuschneidetisch. Ich bin ja 1,72 m groß und dann kann ich hier wirklich dann super zuschneiden. Das ist noch nicht fest, weil der noch nicht an der endgültigen Stelle steht. Wir haben heute erst den Billy hierher gebracht und der Tisch wird dann noch, wenn der Billy aufgebaut ist, hier dran ausgerichtet. Und dann habe ich hier nämlich noch einen schönen breiten Gang, weil hier kommt dann mein Drehtisch hin, also wo ich die Kamera dann über Kopf hin mache und wo ich dann drehe. Und hier hinten dann halt gleichzeitig auch noch zuschneiden kann und jede Menge Ablagefläche habe. Und jetzt fange ich erstmal damit an, dass ich den Billy auswasche und dass wir den dann zusammenbauen können. Mein Mann hat auch bei jedem Schrank, den er auseinandergebaut hat, die passenden Schrauben dann hier in so Beutelchen reingemacht und hier reingehangen, dass da auch keine Schraube verloren geht und wir auch
zu jedem Schrank die passenden Schrauben wieder nehmen. So haben wir jetzt entschieden, stellen wir das hin. Und zwar mein Zuschneidetisch ganz nach links hier direkt an den hohen Willi dran, weil hier brauche ich nicht ganz so viel Platz wie hier zwischen Zuschneidetisch und Drehtisch. Und wir haben hier einfach nur schon mal so zwei Platten aufgelegt, dass wir ein Gefühl für die Tiefe bekommen, dass ich weiß, dass ich halt hier den Bereich habe, in dem ich mich dann bewegen kann und arbeiten kann. Hier drunter habe ich schon mal zwei von meinen Papierkörben mit den Kunstleder- und Korkrollen. Das bleibt dann nicht so. Also ich habe hier auch noch nichts drin und hier ist auch noch nicht das, was rein soll, sondern erstmal nur, dass die Kartons, die ich habe, dass ich die schon mal aussortiert habe, dass wir die wieder mit nach Hause nehmen können. Und hier drüben auf der anderen Seite, der Kallax ist aufgebaut. Da haben wir aber auch noch nicht das ganze Zeug, was da reingehört. Und wir wollen uns morgen noch so eine dünne weiße Holzplatte kaufen, weil hier hinter ist ja eine Tür und die hat hier so Flecken. Das sieht man halt hier durch. Dann wollen wir einfach nur quasi hier eine weiße, ganz dünne Holzplatte hinmachen, wie bei so Schränken halt auch die Rückwände sind. Hier haben wir noch Karton stehen. Hier kommt ja dann auch mein Esszimmertisch kommt hier hin mit meinen ganzen Nähmaschinen dran. Die Stühle nehme ich dann auch, dass ich an jeder Nähmaschine einen Stuhl stehen habe. Und hier drüben kommt dann noch, ich habe so einen Hocker, der ist aber noch in der alten Wohnung. Den nutze ich dann hier, falls ich mich beim Drehen dann mal hinsetzen möchte. Ja, so sieht das derzeit aus. Und im Schlafzimmer haben wir hier den großen Kartonberg weggemacht, sodass dann mein Mann morgen den Kleiderschrank noch aufbauen kann und unsere Nachtschränkchen, die hier stehen. Das sind die Kartons, die wir alle leer gemacht haben. Die zwei Wäschekörbe haben wir leer gemacht und die Klappkörbe. Und das nehmen wir jetzt natürlich wieder mit nach Hause, um das dann wieder aufzufüllen. Wir machen einen kleinen Mittagsspaziergang. Wir haben lecker gegessen und schaut mal, wo wir vorbeigehen. Bald wird's orange-pink. Hast du Mütze auf? Passt. Ist da genug Abstand zum Schrank? Ja, zum Schrank, ja. Der steht aber noch zur Hälfte auf dem Teppich, ne? Ist okay, das ist okay. Okay. Wir waren heute Morgen erst im Baumarkt, haben da noch einige Sachen für unsere neue Küche besorgt und auch noch Silikon, ja, jede Menge Baumarktsachen. Und dann haben wir nun alles hierher gebracht, sonst aber nichts mehr, weil heute sind hier die Aufbauarbeiten fürs Skalbeerenfest haben begonnen. Das heißt, wir haben, da konnten wir halt nicht so nah hier an unsere Wohnung ranfahren und ausladen. Und dann haben wir heute jede Menge, naja, nicht nur Kleinigkeiten. Nee, einmal hat mein Mann den dritten Kleiderschrank aufgebaut, ein Nachtkästchen ist zusammengebaut. Ich habe hier hinten den Flur noch gestrichen, Fußboden habe ich gewischt. Also auch alles so Sachen, die zeitaufwendig sind. Jetzt ist es 6:30. Wir räumen jetzt nur noch zusammen den Müll und ein bisschen kehren und hier Ordnung machen, weil der Flur steht doch sehr voll. Also wie ihr seht, hier steht einiges und nein, wir müssen keine Rohre verlegen. Das ist für die Nädels. Das wird was für einen Stichtag, aber dann hat mein Mann unsere Fritzbox auch noch angebracht und ich habe hier in der Küche die letzte Wand gestrichen und die nächste Streichaktion wird dann diese ganze Holzwand, die wir hier haben, weil hier ist ja auch, seht ihr das, ein bisschen Dreck.
Im Atelier ist heute nichts weiter passiert, bis auf die Rückwand von meinem Kallax-Regal. Die haben wir heute Morgen nämlich auch noch mit im Baumarkt gekauft. So sieht man halt nicht mehr die Tür, die dahinter war, und es sieht alles schön und ordentlich aus. So, der Flock hat genau die richtige Länge und ich muss ihn ja auch noch schneiden. Morgen Abend soll er ja online kommen und morgen ist auch schon wieder Nädels Arbeitstag. Und da dreht sich natürlich alles rund um den Stichtag. Deswegen wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Habt weiterhin Spaß daran, kreativ zu sein und bis zum nächsten Mal.